Buongiorno, Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen, Leute, beim ersten Full Icon SBB auf meinem Kanal. Es werden 11 Icons in meinem Team sein und im Team des Gegners. Und Leute, heute ist kein geringerer dabei als Mr. Steini. Einen wunderschönen Gutkick in die Runde. Steini, heute steht vieles an. Wir haben hier wirklich Bretter dann im Team. Ich meine, jeder Icon wird wehtun, egal was man discardet. Ich glaube, heute wird keiner unverschont weggehen. Ich muss dir kurz erzählen, in meinem letzten SBB, da hat Anton meinen Pick gewählt, den ich abstoßen muss. Der hat auch so ein bisschen gespielt für mich, auch noch ein Tor kassiert, perfekt. Der hat meinen Heumin-Son 1 Million Coins SBC einfach mal weggestoßen. Das heißt, ich bin schon im Loch, ich bin im Erdkern-Steini, Son ist mein Lieblingsspieler gewesen. Die Beziehung war kurz und knackig, muss ich sagen. Na gut. Ansonsten nehmen wir bei dir auch noch ein Video auf. Die Tage. Das geht bei Steini online, Freunde. Link ist in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall abchecken. Lasst gerne einen Daumen nach oben auf die Folge da. Würde ich mich freuen. Und ansonsten, Steini, würde ich sagen, ich halte für dich die Tafel rein. Und du rein, okay? Genau, das 4-3-2-1, gell? Yes. Okay, yes, we can. Yes. Puh. Ich starte mit dem Stürmer. Mit einem Stürmer, der tatsächlich bei mir im Pack war. Ich würde es sehr gerne zeigen, aber es lädt. Ich gehe vorne mit dem guten Larsson. Larsson? Super. Larsson. Links gehe ich mit einem Italiener namens Del Piero. Oh. Und rechts gehe ich mit The Scottish. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Dogglish. Genau. Bro, diese Laderei hier. Ich kriege jetzt schon wieder einen an der Pfanne hier. Ich kann die Spieler nicht reinpacken. Es lädt. Ey, weißt du, was mir in der Weekend League passiert ist? Ich nehme den, also jedes Mal, wenn ich den Ball habe, der spielt 2 Meter nach vorne. Das war, also was FIFA aktuell gemacht hat, war geil. Auch gut. Das war heftig. Übrigens, Steini, ich halte jetzt in die Kamera für die Zuschauer. One of one Josip Stanisic rein. Guck mal, Freunde. One of one Stanisic. Ich wollte schon sagen, ich halte jetzt in die Kamera rein. Del Piero habe ich aufgeschrieben. Nein. Ich habe Rooney, Torres und Zola. Darfst du alle behalten. Dein Sturm steht. Ist nicht so einfach. Mal sehen, ob deiner steht mit deinem Stanisic. Also, ich habe Stanisic im Sturm direkt. Gut, habe ich aufgeschrieben. Sehr gut. Nein, wir gehen in den Sturm mit keinem geringeren als mit Butragueno. Wir haben Hullet im Sturm, also Mittelstürmer. Und wir haben die Smith. Und auf die freue ich mich, weil die ist dieses Centurion-Icon. Mal was anderes. Was hast du denn vor, Alter? Hullet? Ja, ich habe mir Hullet gekauft fürs Main-Team, dachte ich mir, komm, im Video kannst du auch mal spielen. Ja, klar, Butrach, Hullet. Deswegen, Son, weiß ich nicht. Ich wusste, dass du irgendwie so in die Dings gehst. Ich habe aber einen Cruyff aufgeschrieben. Cruyff, Stoichkov und Smith. Let's go. Nein! Ey, ich spiele echt selten Frauen, muss ich sagen. Und dann kaufe ich mir die Smith für 600. Ich kann dir aber sagen, die ist gut. Ja, okay. Ja, gut, dass ich das weiß. Gut, Freunde. Torwart. Hey, bist du ein Bronze-Joker? Ja, sofort. Okay. Ja, 1-0 für Steini. Wir gehen next round. Fight. Next round. Ladies and Gentlemen, kurze Unterbrechung. Braucht ihr FIFA Points oder braucht ihr PSN-Karten, Xbox-Guthaben zum günstigsten Preis auf diesem Planeten? Dann schaut, Freunde, bei Eneba vorbei, mein Ehrenbruder-Partner. Freue mich sehr, mit Ihnen am Start zu sein. Wir haben nämlich hier, Freunde, die besten Angebote, die es im Netz gibt. Das ist geistkrank. Ihr zahlt für eine 120€ PSN-Karte, zahlt ihr 102,88€. Ihr zahlt für 75€ PSN-Karte 64€. Schau mal, für 100€, ihr habt auch Cashback, das ist wirklich geistkrank, Freunde. Ihr zahlt 85,69€, 10% Cashback. Das ist der Cheat. Dort bekommt ihr euren Code sofort, Leute, per E-Mail geschickt und ihr bekommt ihn auf den Screen. Müsst ihr nur anklicken und ihr findet dort alles. Das heißt, falls ihr Guthaben braucht für Gaming, alles drum und dran, sei es auch Fortnite V-Bucks-Karten, seht ihr ja auch. Hier findet ihr alles. Nintendo, Xbox, PSN. Bedient euch einfach. Code nach einer Sekunde. Ihr könnt es online bezahlen mit PayPal zum Beispiel, wie ihr wollt. Und ihr supportet mich damit noch. Checkt den Link in der Videobeschreibung ab. Und ansonsten müsst ihr keinen Code benutzen oder sonstiges. Würde ich mich sehr freuen und viel Spaß beim Video. Und ab dafür. Weiter geht er mit dem Mittelfeld. Meine Stimme geht langsam weg. Entschuldigung, ich glaube, ich werde krank. Ich hoffe es nicht, aber ich denke, die Aufnahme sollte die noch halten. Ich halte rein hier. 3 ZMs. Okay, aktuell sind, glaube ich, alle krank. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geht. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Aber im Mittelfeld, Steini, haben wir schöne Icons, muss man sagen. Also, die gefallen mir sehr gut. Aha. Wir haben Sava,
Kommt die nächste Dame. Wir haben Abili, nächste Frau am Start, diese Franzosin. Die sind übrigens beide sehr teuer. Und Frank Lampard. Der Call mit, ich hab das Spiel selten Frauen. Ich wollte die Abili aufschreiben, aber hab mich dann für Pirlo entschieden. Scheiße, Alter. Pirlo, Zanetti, Schweinsteiger. Oh, ich dachte, du sagst Pirlo, Zanetti und dann Sauer. Oder so. Sauer. Nee. Sehr gut. Ich will sie mal testen. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, aber Billy, da habe ich kurz drauf gehascht. Die hat so einen krassen Trade. Pass auf, die hat irgendwie 85 Ausdauer, aber hat diesen Trade, dass sie einfach nicht. Ah nee, die ist körperlich, hä? Nicht müde, ich weiß nicht. Ich dachte, die wird nicht müde, Freunde, was ist das? Unerbittlich. Ja. Ah nee, das ist die Sava, die hat das, genau. Die hat diese Batterie, unerbittlich, okay. Hältst du rein? Ich halt rein, Steini. Gut. Und ich will jetzt einen Spieler treffen, bitte. Okay, ich spiele auch Billy. Echt? Ja. Okay, scheiße. Ich habe keine Frau. Ne? Keine Frau, noch keine Frau. Okay. Pirlo. Die gehört ja auch fast dazu. Und Pirlo! Hammer! Xavi, den kann man nie Pirlo, spielen, ne? Gerard. Pirlo kann man nie spielen, Alter. Der wird echt gesniped. Torwart hin oder nicht? Ich überlege gerade. Ich glaube, dass ich hinten. Soll ich mal die Eier in die Hand nehmen? Wahrscheinlich in die Hose. Die Eier in der Hose nehmen, ist auch gut. Soll ich mal die Eier in die Hose nehmen? Ich nehme einfach ganz normal ZM-Bronze, weil ich spekuliere, dass ich hinten was treffe und es wird mehr wehtun. Okay? Okay. So. Okay, Ladies and Gentlemen, dann gehen wir ins Halbfinale. Na gut, Außenverteidiger, ne? Ja, richtig. Wir machen weiter. Und jetzt ist ein bisschen interessant, weil auf Außenverteidigung gibt es wirklich wenig Optionen. Es gibt noch Centurions oder sowas, gab es noch was Neues. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du gemacht hast. Hast du Cole? Nee, soll ich machen? Ja, du kannst machen. Okay, ich bin der dann Offensichtlichste vom Offensichtlichsten, Zanetti und Lahm. Hey, das war, das Ding ist, ich gucke mir so die Spieler an, denke mir so, Cafu, nein, Carlos Alberto, nein, Cole, hat die Centurions-Karte, nein, ich habe Zanetti und Lahm aufgeschrieben, mein Call ist aufgegangen. Ja, aber super. Ich dachte halt wirklich so, nee, du wirst nicht, weil die beide Seiten so, nee, wird er nicht stellen, so, schreib's nicht auf. Das ist immer so ein Kopfding dann, gell? Außenverteidiger ist echt kacke, Alter. Ja, und ich überlege gerade, mein rechter Flügel ist Bronze, das heißt, er läuft auf deinen linken. Ich nehme den rechten Verteidiger Bronze. Oder macht das Sinn? Ja, genau, rechter Verteidiger. Sind doch eh beide Bronze. Oder ja, Torwart. Ich meine, Torwart. Okay. Okay. Und dann fange ich an, Linksverteidigung. Gehen wir mit Cole, der einzig wahre. Und Rechtsverteidigung, Zanetti. Petit Lahm. Das ist big. Ich habe überlegt, mal den zu nehmen, aber gut. So eine Kacke, Alter. Ganze da Team schon wieder verrupft hier. Was war? Rechts war Torwart, ne? Willkommen zurück zur Verteidigung und zum Torwart. Boah, du hast mir gut was weggenatzt da. Ja. Ich hoffe, ich treffe was. Ah, jetzt wird's heikel. Schwierig. Innenverteidigung haben wir Puyol. Wir haben eine neue Centurions-Icon. Den hast du. Es ist Kömen. Oder Koman. Ich glaube Koman. Und im Tor gehe ich mit dem besten Keeper im Spiel und das ist Yashin. The Black Spider. Er ist die Spinne. Ich habe gedacht Maldini-Call, Alter, bei dir. Ah, wegen dem Linksverteidigungsding. Ja, ich habe Maldini, Desai und Miami Yashin. Nein, Miami Yashin muss raus. Miami Yashin, sagt er. Jetzt kommt mein zweiter Bronze-Torwart rein. Da werde ich mir einen guten aussuchen. Ey, ich habe einen Punkt. Ich kann mich noch nicht freuen, weil ich sehe meine Außenverteidiger, Alter. Und das ist. Außenverteidiger tun gefühlt immer mehr wie ein Stürmer. Ja, es ist wirklich so, safe. Aber was hast du denn Schönes jetzt deine Verteidigung, zeig mal. Was ich Rest. In der Verteidigung habe, ja. Ist da vielleicht ein Blanc? Oder ein Ferdinand? Warum? Frag, vielleicht stehen die auf der Tafel? Tor nee, ich glaube, einen hast du, glaube ich. Cannavaro, Vidic und im Tor Casillas. Nein! Ey, ich sag noch mit Vidic und er hatte wirklich Vidic. Da hast du mich aber ausgekontert im Sprüche schmeißen. Ey, ich hab Blanc, Kömen und Peter Cech. Oha, ich dachte, da kommt noch was so. Ja, ich hab Casillas. Nein, Casillas dachte, also habe ich wirklich so, aber. Ich hab gesagt, ich spiele den nie wieder, aber. Ja. Bro, alles andere. Wen hast du aufgeschrieben? Tschech im Tor. Tschech. Ja. Lord Helden. Das Ding ist, ich erinnere mich, du hast damals schon gesagt, du spielst nie wieder Casillas, dann hast du ihn gespielt, habe ich erraten. Und ich dachte, nochmal macht er das nicht. Ich habe dieses Jahr den aber auch noch gar nicht gespielt. Viele feiern den, glaube ich, dieses Jahr. Ja, der ist gut dieses Jahr. Das ist wirklich gut.
Ja, das macht mir ein bisschen Bauch. Einer, okay, aber beide, Alter. Und wenn ich die Seite hier sehe, du, puh, schwieriger Hase. Aber na gut. Also, ihr seht, was hier on the line steht. Wir haben zwei Bros, wir standen ja drei. Wir gehen ins Spiel und wir geben Vollgas. Dann zahm mal her, da, deine Truppe, du. Naja, meine Truppen, die warten auf dich. Oh, ja, 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 ja. Gute Außenverteidigung hast du. Gefällt mir gut. Ach du Scheiße, ey. Ich musste dein PT nehmen. Ey. Good game. Und jetzt wichtig ist, die ersten 5 Minuten überleben. Ich hoffe, meine Mädels im Mittelfeld, die können was. Ach stimmt, die ersten 5 Minuten, da war ja was. Hallo, wo sind meine Spieler? Schau mal, das sind alles Icons. Die müssten sich eigentlich wie Könige spielen. Schau, die Dame zum Beispiel. Hey, jawohl. Ich habe mit Brosi, glaube ich, ein Full-Icon aufgenommen. Das war das schlimmste Gameplay ever von beiden Seiten, aber... Hier, komm. Mein erstes Reizungstor. Es sind wieder 4 Minuten. Das kann ja nicht mehr normal sein. Das war ein Power-Shot. Mein erstes Freistoß-Tor, Freunde. Ich habe dieses FIFA noch kein Freistoß-Tor gemacht. Und ich kassiere jedes Mal gegen dich vor der 4. Minute Gegentor. Ja. Schau mal, deine Link zieht da hin. Alter, wie sexy das Move war das. Ah, der war echt schön. Und ab. Ja, war vorne. Das Puyol da hinten. Stark. Mhm. Hä? Der ist so los. Was? Ja, moin. Ich dachte, der geht trotzdem rein. Oh. Aber mein Hundert hat einfach was Falsches gemacht. Jetzt pass auf. Wie machen wir das? Boah, die kommen echt nicht schlecht. Utra ist ein Zauberer. Wohin? Alles geplant? Alles geplant? Dass du jedes Mal den Rebound noch hast, ne? Ist jetzt los. Achso, okay, ich denke. Diese Fouls. Ich kann dir nicht mal sagen, warum du jetzt einen Freistoß kriegst. Der geht rein. Oh, was? Digga, stell mal vor, noch nie ein Freistoßtor geschossen. Zweimal am Stück. Ach du Kass. Oh mein Gott. Aber warum hast du einen Freistoß gekriegt schon wieder? Das wollte ich nicht. Das konnte ich nicht. Ich dachte, der pfeift ab zur Halbzeit. Welches Pferd mich heute geritten hat? Ja, moin. Move doch! Scheiße! Ich dachte, moves! Und ich dachte in dem Moment, fuck, ich hab vergessen zu moven. Ich hab gebetet. Wirklich kurz im Kopf. Ah, mit dem Bronzemann, das ist natürlich eine schöne Sache. Und jetzt kommt Root, hol it. Er passt zu Boot. Oh. Oh. Weißt du, wie spät ich den angewählt bekommen hab? Alter. Oh. Nein! Ich hätte nicht gedacht, dass der da drankommt unten, ne? Das sah richtig komisch aus. Ja. Richtig komisch. War das dein Bronze? Nee, hast du dein Bronze? Kenny. Die Flanke weiß ich nicht, von wem die kam. Die wollen, dass ich falle. Lülle. Ey. Das war doch abseits! Bro, wo war das Klappseits? Es brennt. Ach, und ich werde... Er muss mir doch nur den anwählen, da kann ich den Fuß rausmachen. Das gibt's doch nicht. Nicht das gar nicht. Und weiter geht's. Ey, wir sind doch unseren Namen gerecht, also unseren... Ja, Torbens. Hinten raus. Ja, super. Keeper. Am Ende des Tages bringt das dann auch nichts. Also, kleiner Spoiler. Ich hatte heute schon 2 Aufnahmen und die sind auch in eine Verlängerung gegangen. Na, Steini! Du hast Ronaldinho quasi vorne, weil der Larsson sieht aus wie... Aber der zockt sich, Larsson zockt sich echt gut. Wer ist das denn, Alter, die Glatze mit Vorgarten da? Die Glatze mit Vorgarten? Der läuft sich jeden Ball, die Sau! Was machen die? Hä, was ist denn der jetzt hier? Der verliert Zeit! Der spielt meine gut, Zeit runter. Steht den Pfeif ab. Ey, ich schwör's dir, meine Hulme spielt gegen mich. Besser Schiri. Was ist das denn? Chill einfach um die Uhr, läuft weiter. GG. Ey, der Larsson hat alle Tore gemacht. Der alle 3 Buden hat der gemacht, ja. Scheiße. Okay, Freunde, wir gehen zum Biscarden. Das könnte jetzt wehtun. Ich weiß es nicht. Schwierig aus. Eieiei. Also, Steini, ich habe Doktorspielchen gemacht mit dem Team. Ich habe die alle umgestellt. Ich muss beten, dass mein Hullet, mein Butra nicht abgestoßen werden. Meine Chayas im Mittelfeld. das war nämlich die Sawa und die Abili. Und ich habe dann noch ein paar Schmankerl. Also jeder Icon kostet viel. Wenn du ein Icon triffst, ist schon mal gut. Du hast nur einen Pick. Ich habe 2 Bronze. Treff einfach einen Bronze. Und ich habe die 4-3-2-1. Kannst dich austoben, Shoshi. Ich habe Angst. Ich habe schon Son verloren, letztes Video, Freunde. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin hier gerade so nebenbei meine Spieler am Verkaufen und ich bin gerade auf jeden Fall bei der MS-Position angekommen. Es wird einer der beiden MS werden. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen.
Okay, keine Reaktion. Vielleicht doch kein MS. Linker MS. Ja! Steini! Alter! Bro, du hast einfach einen Bronzespieler getroffen, meinen Zagorats. Ey. Ich schwör's dir, ich hab zurzeit ein schlechtes Gefühl. Kennst du das, wenn man ins Video reingeht und man weiß, letztes Mal wurde man hart, bester Spieler ist weggegangen und dieses Mal aber nicht Hullet als bester Spieler weggegangen. Du hast einen Bronze getroffen. Wer war rechter MS? Das war Puyol, Bro, wo du MS gesagt hast, war ich schon durch. Ich war wirklich schon, was das angeht, durch. Ich hab Angst gehabt, dass du jemanden aus der Verteidigung nimmst, weil der wäre Hullet gewesen, im Tor war Butra. Ansonsten hättest du im Mittelfeld diese Sava nehmen können, 800k, 600k, Abili, da war viel, da war wirklich viel. Ah, Gott. Ich hab grad Del Piero verkauft, der war auf MS und ich dachte mir, ist eine gute Idee, MS zu nehmen. Das ist so. Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Mann. Doppelter Bruch hintereinander, es wäre einfach nicht gut. Und ansonsten, check Steini ab. Danke für den Support, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein und ciao, ciao. Tschüss.